Locker wie das jetzt sagen, Alter. Ich hab dich richtig zur Sau gemacht, als du in der Sensfestung die 14.000 verkackt hast. Ja. Selbst 20.000. Die von hinten angreifen macht doch nochmal ein bisschen mehr Damage. Ja. Gut, aber da hinten laufen war eine gute Idee. Ach, doch, halt. Nein! Oh! Oh, sie sind unten am Fuße. Aber ich, die würde ich erstmal liegen lassen. Ja. Ja, genau, den will ich anvisieren. Genau den wollte ich anvisieren. Ja, ist richtig scheiß Spiel. Ja, was willst du denn machen? Der visiert den in der Mitte an und dreht sich automatisch wieder dahin. Mit der Kamera hast du halt noch eher zu ihm hingeguckt als zu dem anderen. Aber er soll einfach den nächsten fokussieren und nicht die. Ja, okay. Ich bin noch gerade aggro. Ja, wegen sowas sterben ist ärgerlich, weil es ist halt ein. Wenn er sich automatisch umdreht, was kann ich halt nichts mehr machen. Aber er dreht sich halt von dem weg, den ich blocken müsste. Jo. Was würde ich da sagen? Tja, ich habe den Fahrstuhl schon mal nach oben geschickt. Zu freundlich von dir. Nicht wahr? Leider sind die 20.000 Seelen weg. Tja. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Hey! Schickst auch schon mal einen Fahrstuhl für mich nach oben? Aber hallo. Oh, da sind wir jetzt noch frecher, ey. Ja, warte mal, weg da! Sagen wir jetzt erstmal eine kassieren, ne? Das war gut, die haben beide gleichzeitig geschossen. Oh! Der sah böse aus. Warum haben wir uns jetzt so schwer getan? Weiß ich nicht. Was bist du da hinten? Okay, der wird. Der hat ein langes Schwert bei sich. Der hat nicht nur ein langes Schwert bei sich, ich habe das Gefühl, der wird die Steinstatuen an ihm zum Leben erwecken. Das wäre ganz schön böse. Ach komm, selbstbewusst drauf zu. Das wird schon mal nix. Wie wär's mit Anvisieren? Achso. What? Ja, warte mal. Nee, warte mal, hab ich gesagt. Alter. Was bist denn du für einer? Der blockt hier in meiner Schläge. Oh, das ist jetzt nicht so. Und der hat minimal viel Leben. Der hat ein bisschen minimal viel Leben. Wie soll ich dir denn ordentlich Schaden machen, Meister? Guck mal, ich mach ja jedes Mal zurück, wenn ich ihn haue. Aua. Aua. Nee, nee. Ja, geil. Der ist heavy. Das sieht echt böse aus. Wie macht man denen denn ordentlich Schaden? Ich bin jedes Mal zurückgewichen, als ich ihn gehauen habe. Wir haben ja nicht viele Seelen gerade, ne? Ich würde tatsächlich gerne mal was probieren. Ne, warte. Ohne Blocken. Ohne Blocken. Das auf die linke. Stand im Internet, man soll das auf die linke Hand packen. Und das auf die rechte. Komm ich nicht, warum? Weiß ich nicht. Yeah.
Aber die ist bestimmt auch leicht, ne? Aber so leicht ist die. Ah, da. So, ist auch schon auf die linke Hand, das direkt zum Angreifen. Boah, das wird doch nie im Leben gut gehen. Wie kann man denn jetzt mal blocken? Gar nicht. Ausweichen. Okay, das ist mega. Das ist für den Arsch. Das ist auch kein bisschen geskillt. Das ist die Standardwaffe. Ja, trotzdem. Ich hab gedacht, wir machen jetzt ordentlich Schaden. Ja, meine 75 Schadenschwert. Ja, mit Fall. Dem Goldstahlschwert? Dann solltest du auch mit dem zuhauen. Hab ich doch. Nein! Du hast nur mit dem aus der rechten Hand zugeschlagen. Ich hab beide gedrückt. Du hast auch nur mit dem aus der rechten Hand zugehauen. Okay, dann nehmen wir es nochmal. Gegen 4! Ach komm, ich hab keinen Bock zu sterben. Naja, das funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Was gegen den Fetti was bringt, wenn man ein Großschwert nimmt? Was auch nicht geskillt mehr, ne? Auch langsamer sein. Ich meine. Hier kann man große Scherben fahren. Hm. Irgendwas mit großen Scherben aufrüstbar ist. Bestimmt. So. Oh nein, es war die richtige Seite. So, wieder nach oben. Glück gehabt, Alter. Oh, ein bisschen Ausdauer. Bist du jetzt in meine Richtung gerollt? Alter, das ist ja wirklich so, wenn du ihn schlägst, dann... Du, ich erzähle dir kein Bullshit! Ja, ja, ich weiß, aber das kriegst du so, als wenn du nur guckst, gar nicht so richtig mit. Oh, das macht er nochmal. Da hat der Gewinn nicht gerechnet. Jetzt geht er gleich zu. Oh, noch nicht. Mit so einem einfachen Trick überhören wird es spielen auf jeden Fall. Gucken, ob er Feuerschaden kriegt. Oh, das ist echt eine Möglichkeit. Ja. Ja,
gar nicht. Okay, alles klar. Ich muss das Leben eigentlich selber schwerer machen, als es ist, ne? Okay, also Feuerschaden ist ganz schlecht. Und sich das? Die hatten noch 20 und wir können sie nie wieder aufwerten. Die will ich nicht für sowas benutzen. 20 plus 90, ja, das ist nicht besser. Gut, dann müssen die ihn halt einfach tot zergen, wa? Jo. Was anderes? Fällt mir jetzt nicht ein. Komm mal wieder da an, bis Platz ist. Ach, geh mal hin. Hier hast du jetzt natürlich einen extremen Vorteil, wenn du Zauberer bist. Du musst doch irgendeine Schwäche haben. Ich meine, wenn ich ihn schlage, dann werde ich sofort zurückgestoßen. Aua. Das ist jetzt eine ganz blöde Idee, aber kriegt er mehr Schaden, wenn er die Säulen kaputt macht? Zieht er daraus irgendwie Lebensenergie oder sowas? Ja, auf seine Beine. Ja. Ja, was? Ja. Wenn man das mal so bedenkt, macht das sogar Sinn. Ne? 1000 nur? Aber ich hätte trotzdem mit mehr gerechnet. Gut, aber wenn man einmal weiß, dass es so ist. Ja, boah, das wird trotzdem nervig, weil der respawnen wird. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Aber ich habe ihn immer mit einem schweren Angriff. Dann ging der auf die Beine, wo er so tief schlägt. Okay. Das, vielleicht schon, das war jetzt ganz angenehm. Okay. Nächster Aufzug. Minimal dunkel. Ja, der wird von oben kommen. Ah. Oder auch nicht! Yes. Schön, wie das nicht richtig dunkle. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Leuchtfeuer. Was willst du denn jetzt machen? Nein! So. Das hätte die ganze Geschichte deutlich angenehmer gemacht. Deutlich angenehmer. Ja. Übersehen? Nein, hier war noch nicht. Okay, dann. Grüße, wie du. Sehr stark nach dem Grund und nicht nach dem Weg. Oh. Alter, das ruckelt extrem. Ganz kurz, nur mal zum Vergleich. Ist ja egal. Das geht immer noch klar, würde ich fast sagen. Da ist ein Kannst jetzt sterben, gleich. Aber. Egal, das ist es wert. Da oben sind so ein paar Viechers. Ich würde sagen, braucht man fast gar nicht so, oder? Das kann's aber echt. Ja, ein bisschen hilft's schon. Ah, doch, komm. Hallo. Oh, jetzt hast du gleich 4. Nee, 3. Und sie kommen alle drauf einmal. Also, auf einen Haufen, das ist gut, dann kann ich die anderen 3 treffen, aber das war nicht so. Egal.
Das ist ein Zauberer. Ich dachte, das wäre auch. Shoot uns. Ja, ich habe das gerade nicht so richtig realisiert, muss ich zugeben. Ich dachte, das wäre so ein normaler. Und nochmal wieder ein Zauber. Yeah. Zauber? Ja, das war so eine Schriftrolle. Das sah jetzt eher aus wie so ein Läuterungsstein oder sowas, weißt du? Ja, ich wollte nur gucken, ob da noch irgendwo ein geheimer Weg ist. Das ruckelt aber echt ganz schön. Sieht so aus, als ob man nicht richtig Stacheln laufen möchte. Wette ich jetzt einfach mal so, ohne es immer zu wissen. Hast du ja gerade schon gemacht, von daher. Stimmt, okay, das ist wirklich nur optisch. Gut, haben wir das auch geklärt. Hoi. Da sieht noch ein paar Seelen aus. Nun geh weiter. Wenn nicht was von Menschlichkeiten. Schützenposition. Überhaupt, was sind Menschlichkeiten? Sieht aus wie Menschlichkeiten, aber sind es Menschlichkeiten? Könntest du runterspringen. Das habe ich auch überlegt. Aber da sehe ich nichts von Belange. Von daher würde ich eher dem Weg erstmal folgen, auf jeden Fall. Ich glaube, das sind auch keine Feinde. Ich kann sie anvisieren. Und sie haben eine Lebensleiste. Keine Feinde würde ich noch nicht unterschreiben. Dann würde ich sie auf den. Dieses Spiel ist so assi manchmal. Schlag mal gegen die. Der Fuck. Links gucken. Ne, die waren. Da, die waren sie. Ne. Huh! Okay, die kann man. Hier nichts getan und du klopfst drauf. Natürlich! Die haben mit Leben abgezogen. Wenn sie dich berühren, ziehen sie dir Leben ab direkt. Siehst du, sind Menschlichkeiten. Und bringst 10 Seelen. Wow! Hallo Katze. Das ist doch die Katze von kurz vor Sif, oder? Vielleicht. Ich kann mir vorstellen, das ist die Katze kurz vor dem Tiger. Die dir erzählt, das ist doch alles nur Legende. Sif ist der Wolf, bei dem wir waren. Nee, Seath war der Drache. Das ist Seath. Achso, Seath und Seth? Okay, okay, ja, dann hast du recht. Ich wollte gerade sagen, was war denn da nämlich für eine Katze? Doch, die hauen mich. Ich würde aber behaupten, du berührst sie einfach. Das kann auch sein. Aber sie verfolgen mich. Manchmal ist es doch ganz sinnvoll, wenn da Nachrichten stehen, auch wenn man sie gar nicht liest. Was ist denn da? Okay, ich greife euch mal nicht an. Geht ihr mir dann aus dem Weg? Das ist Sif. Aua! Nein, ich wollte nicht ihn hauen, ich wollte euch. Ich würde sie doch echt besiegen. Tatsächlich. Also wenn nicht, dann. Würde ich ganz schön was machen. Okay. Ich hatte lieber das Schwert gehabt, wa?
Haben wir nicht 80, genug Stärke 80, für. 80, 70, 77. Oh, ist nicht schlecht, aber haben wir nicht genug Stärke für. Gut, wir bräuchten einen Stärkepunkt, wenn wir wollten. Oh, ja. Ist halt nett, ne? 80 Magieblocken gegen die Typen hier. Dann würden sie vielleicht das Schwert da rübernehmen. Den Wappenschild nehmen einfach, ja. Das haben wir die letzte Zeit eigentlich sowieso die ganze Zeit gehabt. Das sollte man mal nehmen, ne? Ja. Hilfreich. Ja. Stellenweise. Sicher. Ja, das ist echt übel. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme auch sehen kann, so. Das ist schon bestimmt. Rechts rum. Ich weiß, aber da hinten ist noch ein Licht. Ja, da ist aber ein Abgrund. Geschmeidig! Alles erkunden. Alles in Ruhe erkunden. Shortcut. Oder? Obwohl, Shortcut glaube ich jetzt gerade eigentlich nicht. Jawohl. Zum Startleuchtfeuer. Da hinten ist der Händler. Da war Artorias. You don't say. Aber dann glaube ich, gehe ich gleich immer meine Flask auffüllen. Wenn wir jetzt hier den Shortcut haben. Weil das haben wir ja entfacht. Dann habe ich wieder 20 Stück. Besser als 3, ne? Das haben wir nicht auf 20. Ach doch, haben wir ja doch. Das haben wir entfacht. Dann stellt uns das vor die spannende Frage, wo es weitergeht. Da unten auf jeden Fall weiter. Sicher? Ja, klar. Haben wir noch viele Lichter. Viele Wegweise. Ganz witzig mit der Leuchtdings, ne? Oh. Leuchtbiene. Ja, das ist hier. Wir haben doch die eine Menschlichkeit gerade umsonst gekriegt. Vielleicht ist da ja irgendwo ein Finstergeist. Als Mensch rumlaufen hilft ja manchmal in Dark Souls. Weil ich mir davon sehr viel gegen kann. Okay. Dumm wie ich bin. Das ist super. Besser nicht. Ja. Dummheit muss halt bestraft werden. Manchmal ist das besser. Okay, es ist Shortcut zurück. Der uns was bringt. Haben wir bei Artorias irgendwo ein Leuchtfeuer übersehen? Artorias um die Ecke war ja direkt eins. Das haben wir noch nicht entfacht, ne? Oh, put some. Believe it or not, Ulysseal has brought the abyss upon itself, fooled by that toothy serpent. They upturned the grave of primeval man and incited his ornery wrath. What could they have been thinking? But to you and I, it's all ancient history. You have to ask yourself, does it really matter? Mich nur gerade irritiert hat, in der Übersetzung unten stand ihr, glaube ich, ne? Mhm. Oder sie, oder wie auch immer. Und es hieß aber, his, hat er gesagt. His ist männlich. Haben wir hier mal lang gelaufen? Jo.
Weg? War mein Weg nicht der da vorne? Nein. Okay. Wo führt der hin? Der führt ja nach unten, richtig? Zum Drachen. Nö. Also das war noch wieder was anderes. Da oder da? Ja. Nicht gucken, was da noch los ist? Ach, was willst du? Ich möchte nicht gespoilert werden. Wenn das hier der Schlund des Abgrunds ist, muss ich dann den Ring für den Abgrund anlegen. Es geht immer weiter runter.